Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Video und es wird mal wieder eine Info geben. Ich habe nämlich jetzt am Mittwoch die erste Live-Meditation gemacht oder die erste Live-Meditation seit sehr langer Zeit. Ich hatte irgendwie vor 2, 3 Jahren, glaube ich, schon mal eine gemacht. Und ja, das Feedback war wirklich unglaublich gut. Allen, die teilgenommen haben, hat es richtig gut gefallen. Es waren, glaube ich, auch 111 Teilnehmer ungefähr. Und mir hat es Spaß gemacht, mit euch zusammen das zu machen. Und euch hat es irgendwie Spaß gemacht, das auch mit anderen Leuten zusammen zu machen. Ich habe jetzt auch dann mehrmals das Feedback bekommen, dass die Leute es wirklich gespürt haben, dass sie eben nicht alleine sich einfach eine Aufnahme anhören, sondern dass wirklich mehrere Menschen zur gleichen Zeit zum gleichen Thema meditieren. So wie wir es ja auch bei den Meditationsevents, also diesen gemeinsamen Meditieren haben. Aber dass es eben jetzt auch live war mit mir zusammen, also eine live geführte Meditation. Eine geführte Meditation ist ja auch für viele nochmal einfacher, als sich alleine zu Hause hinzusetzen. Ja, und dann haben wir so ein bisschen hin und her uns unterhalten und diskutiert und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich auf jeden Fall jetzt regelmäßig eine Live-Meditation machen möchte. Ich peile an so einmal im Monat. Ich denke, das ist ganz gut. Und es wird wahrscheinlich dann auch unter der Woche sein, nicht am Wochenende. Einfach auch aus dem Grund, ich möchte am Wochenende abends auch meine Freizeit haben. Und da sind auch viele Leute unterwegs. Und ich denke, unter der Woche abends ist einfach ein Zeitpunkt, wo viele zu Hause sind. Natürlich kann man nicht auf alle eingehen. Es wird auch immer Leute geben, die irgendwie Schichtarbeit haben oder die, was weiß ich, was machen an dem Tag. Aber ich denke, so vom Gröbsten her sollten da die meisten einfach die Möglichkeit haben. Ich werde dann aber nicht irgendwelche neuen Meditationen meistens machen, sondern ich werde welche nehmen, die es schon auf meinem Kanal gibt und diese dann eben live mit euch machen. Das hat auch den Vorteil, wenn sie euch gut gefällt, dass ihr sie danach auch immer wieder für euch machen könnt und euch nicht dann eben die Aufnahme irgendwie diese Live-Meditation ansehen müsst, weil da ist meistens ja vorher und nachher doch immer noch einiges an Gerede und Erklärungen und Fragen beantworten, auf euer Feedback eingehen. Jetzt die Lichtmeditation, die ich am Mittwoch gemacht habe, die werde ich aber für euch aufnehmen. Es haben sich so viele gewünscht, dass es die dann auch eben als ja, richtige Meditation mit Hintergrundmusik gibt. Und da werde ich mich dann nächste Woche drum kümmern, dass ihr die auch ja, als Meditation auf meinem Kanal so bekommt. Ja, also ihr könnt auch gerne Meditationen vorschlagen, die ihr am liebsten mögt. Also was sich jetzt nicht eignet, sind Einschlafmeditationen. Yoga Nidra werde ich auch nicht machen live, weil es einfach zu fortgeschritten ist. Schamanische Reise, Krafttierreise wird es auch nicht geben. Also es sollten Meditationen sein, die auch Anfänger mitmachen können. Es müssen jetzt nicht unbedingt ganz kurze sein. Also wenn ein Anfänger mitmacht und es ist eine längere Meditation, kann er sich auch hinlegen. Es geht ja dabei auch nur darum, dass ihr mich hört. Ihr müsst mich ja nicht sehen während der Live-Veranstaltung. Aber es sollte eben, wie gesagt, für jeden möglich sein, teilzunehmen und mitzumachen. Und da gibt es einfach ein paar Themen, da möchte ich das einfach nicht. Und finde ich nicht geeignet dafür. Ja, also wie gesagt, sagt auf jeden Fall mal Bescheid, wenn ihr irgendwelche Meditationen habt, die ihr ganz besonders mögt, die ihr ganz besonders oft macht. Es sollte aber, wie gesagt, etwas sein, was sich für alle eignet. Also jetzt auch nicht eine Meditation bei Angst oder sowas. Am liebsten Fantasiereisen, Achtsamkeitsmeditationen oder Dinge, die einfach an denen jeder arbeiten kann oder sollte. Ansonsten werde ich eben auch immer welche raussuchen, auch mal gucken, was sind so die beliebtesten, die am meisten vielleicht Daumen hoch haben, die am meisten Aufrufe haben, irgend sowas. Und ja, bekannt geben werde ich das so. Ich lege auf jeden Fall immer schon, wenn ich weiß, wann die nächste Live-Meditation ist, dieses Event in YouTube an. Ich weiß aber nicht, inwieweit ihr das dann einsehen könnt, ob ihr dann von YouTube benachrichtigt werdet, ob ihr da irgendwie in einem Kalender nachgucken könnt. Keine Ahnung. Werde es dann aber auch natürlich auf Facebook posten, auf Google Plus posten, auf Twitter posten und ich werde es in meinem Newsletter rumschicken. Also wenn ihr von diesen ganzen sozialen Medien nichts habt, dann könnt ihr trotzdem euch vielleicht für meinen Newsletter anmelden. Den findet ihr einfach auf meiner Webseite. Und dann bekommt ihr da auch eine Info, wenn es die nächste Live-Meditation gibt. Und vielleicht auch nochmal ein Reminder kurz vorher. Ich weiß auch nicht, in welchem Turnus ich die rumschicken werde. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt endlich mal wieder ein Newsletter von mir. Das lag lange brach, weil das Newsletter-Plugin auch nicht funktioniert hat. Aber jetzt habe ich einfach ein neues und das funktioniert.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ganz viele Leute immer bei den Live-Meditationen dabei sind. Wer nicht dabei ist, wer es nicht schafft, der kann sich danach auch immer auf meinem Kanal noch die Aufzeichnung ansehen. Die ist dann auch noch weiterhin abrufbar. Oder kann eben auch die normale Meditation machen, die es ja dann schon auf meinem YouTube-Kanal gibt, die ich dann auch immer in der Videobeschreibung dann verlinken werde. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Es hat mich richtig motiviert. Es war ein tolles Feedback. Es war toll, sich mal wieder direkter mit euch auszutauschen, auch direkter ein paar Fragen beantworten zu können. Dafür eignet sich sowas natürlich auch immer sehr gut. Ich denke mal, ich werde es meistens halt so auf 1 Stunde bis 1,5 Stunden anpeilen. Also 20, 30 Minuten die Meditation und den Rest eben einfach Fragen, Antworten und euer Feedback. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute so. Wünsche euch einen ganz tollen Tag oder Nacht. Tag, Abend oder Nacht. Ich verhaspel mich gerade völlig. Deswegen beende ich jetzt ganz schnell das Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.